Jean-Michel Seff 39. Also da treffen zwei Tischtennis-Dinosaurier aufeinander. Denen kann man nichts vormachen. Und Sie sehen es. Die Führung. Werner Schlager ist die Nummer 16 der Welt. Jean-Michel Seff ist zweimal hat der Niederösterreicher gewonnen. Wladimir Samsonow nach einer Weltklasseleistung 3:1 gewonnen. Und danach gemeint, das war meine beste Partie für den SVS Niederösterreich. Und auch heute zeigt der Österreich geholt Werner Schlager. Einer der ersten Herausforderer der Tischtennis-Weltmacht China. Beim Niederösterreicher. Werner Schlager Verlass. Da sieht man, da wird natürlich jetzt auch einiges probiert. Da will man den Zusehern einiges bieten, damit sich die 4000 Fans im Spirit Dome in Charleroi auch noch einen netten Abend, Tischtennisabend machen können. Schon ein Stein vom Herzen gefallen. Da wird heute gefeiert werden. Da werden die Sektkorken knallen. Kein Wunder, im fünften. Endlich hat es funktioniert mit dem erstmaligen Gewinn der Champions League. Schauen Sie sich das an, wie sich die beiden miteinander spielen. Katz und Maus spielen die. Schade. Körperlich topfit, mental gefestigt. Vor auf Yu Xinmin. Auch diese Partie wird Exhibition-Charakter haben. Unglaublich, was sich da noch abspielt in Charleroi. Da entschuldigt er sich natürlich. Die Pfiffe sind unnötig, meiner Meinung nach. Es ist hier bereits alles entschieden. Das war keine Absicht. Ein sehr, sehr schöner und spektakulärer Ballwechsel. Und dann hat er das Glück des tüchtigen Werner Schlager und mit der Tischkante kommt er zum Erfolg. Das ist eine Tischtennis-Exhibition, wie man sie selten sieht. Werner Schlager macht mit der Vorhand Druck und macht dann den Fehler. Sie hören es an der Reaktion der Zuseher. Ganz klar. Aber eines muss man auch dazu sagen. Verlieren. Ein kurzer Ball, ein langer Ball. Werner Schlager spielt sich mit Jean-Michel Seff. Ein Augenschmaus dieser Ball. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Da spielt er einen langen Ball auf die Rückhand und dann spielt er den kurzen, lässt den Ball abtröpfeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Olympia-Weltqualifikation in Budapest um ein Pick. Schauen Sie sich das an. Das nicht auf, auch so eine Exhibition-Partie unter Anführungszeichen will man nicht verlieren. Kämpft sich auf 2:1 für den SVS Niederösterreich stellen. Und das macht er auch. Der SVS führt gegen Charleroi 2:1. Den Champions League-Titel hat man bereits in der Tasche. Weiter geht's mit Michael Berger und der Eishockey-A-Weltmeisterschaft in Kanada. Kanada gegen die USA.